sagt, ich bin in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Herzlich willkommen zum zweiten Abendimpuls in der Heiligen Woche. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Selbst in der tiefsten aller Krisen bist du Gott uns Menschen nah. Selbst am Ende unserer Tage scheint dein Licht uns hell und klar. Selbst am Ende unserer Tage scheint dein Licht uns hell und klar. Selbst im Tod schenkst du uns Leben, schenkst uns Hoffnung, sprengst die Zeit. Drum kannst du uns aufstehen helfen aus den Krisen unserer Zeit. Drum kannst du uns aufstehen helfen aus den Krisen unserer Zeit. Du unser Gott, auch wenn wir dich heute nicht gefunden haben, beim Beten, beim Arbeiten, beim Spielen und im Ruhen, wir legen diesen Tag zurück in deine Hände. Wir vertrauen in dir an, der du auch heute mit uns warst, der du jetzt mit uns bist, der du uns birgst mit deinem Erbarmen. Amen. Das ganze Leben in seinen höchsten Höhen und tiefsten Tiefen findet sich in der Karwoche, der Heiligen Woche, die von Palmsonntag bis Ostersonntag reicht. Heute ist Montag. Auch in Jerusalem hatte Jesus Freunde. Bei seinem Freund Simon, einem geheilten Aussätzigen, ist er zum Essen eingeladen. Die Männer gehen zu Tisch, die Frauen gehen zu Tisch. Sie bleiben getrennt, wie das üblich ist. Es kann losgehen. Da tritt eine Frau ein. Wortlos, geheimnisvoll, namenlos, mitten in die Männerrunde. Wer sie ist, das steht in der Bibel nicht. Aber was sie ist, das ist klar, sie ist nicht eingeladen. Aus ihrem Kleid zieht sie ein Fläschchen mit Salböl. Sie öffnet es und sie reibt Jesus mit dem Inhalt ein. Der Duft erfüllt den ganzen Raum. Die anwesenden Männer sind sehr irritiert. Eine Salbung. In Israel werden Könige gesalbt, auch Brautpaare und Tote zur letzten Ehre. Eine Frau salbt Jesus. Er ist der Gesalbte, der Christus. Es ist ein Zeichen ihrer Liebe und ihrer Achtung für Jesus. Sie spürt, Jesus braucht Unterstützung. Sie spürt seine Angst und sein Ringen um seinen Weg. Und die anderen? Da sitzen alle, die Jesus kennen und mögen und sind peinlich berührt. Das gehört sich gar nicht, was diese Frau tut. Noch dazu ist es ja eine Wahnsinnsverschwendung. Hätte sie das Öl doch verkauft und das Geld den Armen gegeben. Aber Jesus lässt sich nicht in solche Diskussionen verwickeln. Er sagt, lass die Frau in Frieden. Sie hat mir Gutes getan. Denn Arme habt ihr immer bei euch, aber mich habt ihr nicht immer bei euch. Das sichere Gefühl dieser Frau, das Richtige zur rechten Zeit zu tun, allen äußeren Gegebenheiten zum Trotz, berührt mich immer neu. Wo trauen wir uns, großzügig zu handeln, auch gegen die Regeln? Wo haben wir den Mut, dass wir uns zu unserem Glauben bekennen, dass wir den Duft des Glaubens verbreiten? Wie drücken wir
anderen Menschen, die es brauchen, unsere Zuwendung aus, unsere Achtung, gerade auch in dieser Zeit der verordneten körperlichen Distanz. Ich lade ein, einzustimmen in das Gebet Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Musik.